Hi, es ist endlich soweit. Hier kommt der Test zu One Piece Odyssey. Einige Eindrücke und ganz viele Hintergründe habe ich bereits in der Vorschau zu One Piece Odyssey genannt. Deswegen werde ich sie hier nicht wiederholen. Solche Sachen, dass Eiichiro Oda, der Schöpfer des One Piece Manga, selbst auch an dem Spiel beteiligt war und welche Stellen genau er entwickelt hat, das erfahrt ihr in dem Video hier oben oder ihr guckt einfach nach der Vorschau auf unserer Seite eurogamer.de. Wir gehen aber straight into the test von One Piece Odyssey, dem neuesten JRPG von Bandai Namco und dem Entwicklerstudio ILCA, das in wenigen Tagen bereits erscheinen wird. Die Geschichte. Es wird zwei neue Charaktere geben, Lim und Adio. Und Lim spielt auch eine zentrale Rolle in der Hauptgeschichte von One Piece Odyssey, da es sich hier aber nicht nur um ein JRPG, sondern auch um ein Abenteuer in einer recht offenen Welt handelt, werdet ihr auch viele Geschichten selbst schreiben können. Es gibt aber eine große Haupthandlung, auf die ich mich hier in erster Linie beziehen möchte. Es geht in der Haupthandlung vor allen Dingen darum, dass ihr mit der Strohhutbande auf einer geheimnisvollen Insel, die man noch nicht kennt, Warford heißt sie oder Warford, und Ruffy und Co. dort auf die zwei neuen Charaktere Lim und Adio stoßen. Lim ist ein Mädchen, die eine besondere Fähigkeit hat und sie hasst Piraten. Warum, das werdet ihr selbst im Spiel erfahren müssen. Aber weil das nun mal so ist, nimmt Lim vorsichtshalber die Kräfte von Ruffy und Co. Das ist aber nicht allzu schlimm. Ihr werdet nicht die ganze Zeit von Null starten müssen. Also es ist ja oft so in solchen Spielen, dass die Charaktere super overpowered in ein Spiel kommen. Und weil das ja eine IP ist, in der Ruffy und Co. bereits sehr starke Kräfte haben, möchte man im Spiel diesen Bonus so ein bisschen wegnehmen. Und oft ist es dann so, dass man mit allen nochmal bei Level 1 anfängt. Hier ist es auch so, man fängt auch bei Level 1 an. Aber innerhalb der Geschichte bekommt man seine Fähigkeiten in Batches zurück, also in größeren Portionen. Das heißt, ihr werdet nicht jeden Skill einzeln nochmal erlernen müssen, sondern ihr bekommt ungefähr immer so um die 5 bis 6 Skills, je nach Charakter, gleichzeitig. Und die haben dann auch relativ starke Auswirkungen auf den Verlauf eurer Kämpfe. Es geht aber im Prinzip nicht nur darum, diese mysteriöse neue Insel zu erkunden und eure Fähigkeiten wieder alle zurückzuholen, sondern es geht auch darum, durch die Erinnerung von der Strohhutbande mehrere große Arcs aus dem Anime bzw. dem Manga nochmal wieder zu erleben. Diese Arcs werden in der Hauptgeschichte immer etwas anders erzählt als im Anime oder im Manga, aber immer noch so, dass man die alten Charaktere wiedererkennt, dass man viele alte Gesichter nochmal neu kennenlernt und dass man nochmal eine frische Perspektive bekommt. Und ich finde, dadurch ist es auch ein Gesamtwerk geworden, das eben die 25 Jahre One Piece, was ja auch als Jubiläumsspiel gedacht war, sehr gut abfeiert, und das hat mir auch ganz gut gefallen. Sehr lustig fand ich dabei auch, wie die Strohhutbande gezeichnet war, seien es die Gesichtsausdrücke oder ultralustige Wortwitze, die natürlich an die Vorlage angelehnt sind, wie der Onigiri von Zoro, was ein Wortwitz ist aus dem Reisbällchen-Onigiri. Und die Wörter stehen ja getrennt. Auf Japanisch kann es auch sowas heißen, wie den Teufel zu schneiden, also Giri heißt der Schnitt und Oni ist der Teufel. Es gibt bestimmt auch noch mehrere Bedeutungen, die ich gerade nicht parat habe. Aber von solchen kleinen Wortwitzen und Easter Eggs auf die Vorlage gibt es ganz, ganz viele. Mir hat die Gesamtstimmung durch die Gesichtsausdrücke, durch diese Dynamik zwischen den Charakteren und der Witz allgemein hat für mich für so eine Stimmung gesorgt, die ich sehr, sehr enjoyed habe. Dann gibt es noch eine weitere Eigenschaft, die Lim besitzt, und zwar kann sie durch die Erinnerung reisen mit Hilfe ihrer Würfel. Es gibt auch bestimmte Würfel, die neue Zonen freischalten, wo nur bestimmte Charaktere hin können. Diese Zonen nennen sich Hysteria und das sind nochmal extra Erinnerungen. In diesen Erinnerungen werdet ihr nicht mit allen Charakteren hin können. Generell finde ich sehr gut gelöst, wie die Charaktere und wie oft die Charaktere voneinander getrennt werden, sodass man nicht immer mit seinem Lieblingscharakter in der offenen Welt rumläuft. Sehr oft nimmt man halt auch Ruffy, weil Ruffy mit seinen Händen an sehr weit entfernte Gegenstände kommt
Und mein Lieblingscharakter ist er absolut nicht, aber ich habe immer dazu tendiert, ihn in der offenen Welt zu nehmen. Einfach, weil ich halt am schnellsten alle möglichen Items abgrasen konnte. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das Spiel einem zwar schon die Gelegenheit geboten hat, alle Charaktere zu benutzen, aber Ruffy war der bequemste Charakter. Alle Charaktere haben sich für mich auch sehr langsam angefühlt in der offenen Welt. Das habe ich bei der Preview schon gesagt und das Bild hat sich noch mehr verfestigt und deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass das Spiel insgesamt sehr langsam gewirkt hat. Dazu später mehr. Aber in der Hauptgeschichte und auch in den Nebenquests war es sehr, sehr schön, wie oft die Piratenbande voneinander getrennt wurde und man dazu gezwungen wurde, auch mal die Charaktere zu nehmen, die man nicht so mochte. Hat man die Hysteria, also diese Extra-Erinnerung, durch, so kann man eine starke Kombinationsattacke freischalten. Diese Combo-Attacke wird dann durch Freundespunkte verstärkt und einsatzfähig im Kampf gemacht. Das heißt, wenn man im Kampf genug Freundschaftspunkte hat, so kann man diese starke Attacke auswählen und sie funktioniert dann wie so eine Extra-Attacke, wie man die halt ganz oft aus JRPGs kennt, die besonders viel Damage macht und unabhängig davon, ob man Technik, Kampf oder Physik gerade im Vorteil hat, funktioniert. Die Welt. Ja, One Piece Odyssey verspricht ja eine offene Welt und gute Dungeons mit vielen Rätseln. Jeder Charakter hat, wie gerade schon angeschnitten, in dieser offenen Welt die Möglichkeit, auch darin rumzulaufen. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, bitte springt zum nächsten Punkt, wenn ihr das nicht hören wollt. Brooke und Franky kann man leider nicht steuern. Das fand ich sehr, sehr schade, weil die zwei ja auch schon jetzt länger dabei sind. Und ich das Gefühl habe, dass sie immer so ein bisschen vernachlässigt werden. Später im Spiel kann man sie aber im Kampf steuern. Also das heißt, man kann die Attacken auswählen, man kann sie im Team ganz normal mit einbinden, man kann sie eben aber nicht in der offenen Welt sehen. Und das fand ich sehr schade, weil gerade bei Brooke hätte ich mir gut vorstellen können, dass er beispielsweise durch Wände fliegen kann oder so. Oder dass man Unterwasserlevel mit Franky aufbauen könnte. Das war auch ein bisschen angedeutet, aber es wurde nie umgesetzt. Das fand ich ein bisschen schade. Das sind aber Dinge, die ich mir tatsächlich in DLCs sehr gut vorstellen kann, die aber laut dem Interview, was ich damals hatte, noch gar nicht geplant sind. Das heißt, das sind alles Sachen, die vielleicht passieren könnten, je nachdem, wie gut das Spiel ankommt bei der Zielgruppe. So, jetzt dürft ihr wieder mithören, die Spoiler sind zu Ende. Zu diesen Fähigkeiten gehört zum Beispiel der Gummikörper von Ruffy. Er kann dadurch weite Sprünge hinlegen. Nami kann eine sehr hohe Menge Geld finden beispielsweise. Sie sagt aber, wenn man Nami gerade nicht in der offenen Welt hat, dass da Geld liegt oder dass da irgendwas sein könnte. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit die Charaktere durchwechseln. Die melden sich schon, wenn sie an der Reihe sind. Zorro kann zum Beispiel Eisenwände mit seinen Schwertern und Eisenkisten durchschneiden. Damit können sogar manchmal neue Wege gefunden werden und so weiter. Das ist ziemlich cool, das sorgt für Abwechslung, aber wie vorhin schon gesagt, ist nicht jeder Charakter gleich bequem in der offenen Welt und das fand ich sehr schade. Die Dungeons haben mir alle sehr gut gefallen. Die waren sehr abwechslungsreich und haben auch immer eine andere Thematik geboten. Es gab Eis-Dungeons, es gab Dungeons in der Wüste. Sie sahen immer ganz, ganz unterschiedlich aus und die Rätsel waren auch nicht schwer. Es waren auch nicht so Rätsel, wo man viel nachdenken muss. Eher solche, wo man viel hin und her rennen musste. Aber ich muss zugeben, mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Das hätte ich nicht erwartet. Ich mag Backtracking überhaupt nicht. Aber in diesen Fällen hat mir das sehr gut gefallen, weil man doch oft dann noch in so eine Ecke reingeschaut hat, wo man eine Kiste gefunden hat und auch Items, die dann doch viel nützlicher waren, als man anfangs noch erwartet hat. Und die Rätsel an sich haben auch echt viel Spaß gemacht. Also ich fand, man brauchte auch keine komplizierten Rätsel, sondern welche, die Spaß machen. Und das haben die Dungeons sehr gut umgesetzt. Die offene Welt dagegen war gerade in den ersten drei Kapiteln keine richtige offene Welt, meiner Meinung nach. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr auf die Hauptgeschichte konzentriert oder musste mich wegen dem Test auch darauf konzentrieren. Aber bei mir kam das Open-World-Gefühl wirklich erst Kapitel 5 oder so auf. Und auch vor allen Dingen durch die großen Städte wie Water 7 oder Alabasta oder andere, die später dazu kommen und durch die Möglichkeit, durch diese offene Welt zu reisen.
Es gibt nämlich später auch Fast Travel mit den Yoisas oder durch die Umzugskrebse, was bei vielen Gebieten wirklich nützlich ist, aber leider gerade in der Hauptstory fast nie einsatzfähig. Dafür kommt es leider sehr oft zu langen Passagen, in denen man das gleiche Gebiet hin und her läuft. In den großen Städten war das sogar ganz cool, weil man schnell geheime Gebiete, Schatztruhen oder neue Items entdecken konnte. Aber auf Warfold zum Beispiel fand ich es eher nervig. Trotzdem muss man sagen, diese Fast-Travel-Möglichkeiten kommen später sehr gut zum Einsatz. Und ich glaube, das hier ist ein guter Moment, um das mal reinzuschmeißen. Das Spiel bietet wirklich extrem viel. Das Spiel ist auch sehr lang. Ich habe jetzt um die 50 Stunden auf meiner PlayStation. Wie gesagt, ich habe mich sehr auf die Hauptstory beschränkt. Ein paar Nebenquests hier und da auch gemacht, zu denen komme ich auch gleich. Aber meine PlayStation hat immer meine Standbys als Spielzeit gewertet. Ich weiß nicht wieso oder ob das bei jedem Spiel so ist. Aber dadurch kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viel ich dafür gebraucht habe. Müsste ich schätzen, würde ich sagen, man braucht so um die 25 bis 30 Stunden für die Hauptgeschichte. Ich bin mir da aber wirklich nicht sicher. Aber wenn ihr wirklich jeden Weg gehen wollt, wenn ihr alle Sachen aufsammeln wollt, wenn ihr die Geschichte möglichst genießen möchtet und vielleicht den einen oder anderen Boss noch mitnehmen wollt, der optional ist, dann könnt ihr hier gut 100 Stunden drin versenken. Also One Piece Odyssey bietet echt viele Inhalte. Viel Fanservice, viele Easter Eggs, sehr viele unterschiedliche Gegner. Das hat mich besonders gefreut. Gerade anfangs hatte ich schon Angst, dass sie die gleichen Gegnertypen in verschiedenen Farbvariationen wiederverwenden. Das war manchmal auch so, aber erstens waren die Farbvariationen ziemlich cool. Und zweitens ist es mit jedem Kapitel immer besser geworden. Also ich hatte sogar das Gefühl, dass die ersten drei Kapitel sich eher gezogen haben und man das Gefühl hatte, oh nein, hier wird sehr viel backtracked, hier wird sehr viel wiederverwendet. Man ist sehr lange Zeiten durch eine relativ leere Wüste gelaufen und ich hatte wirklich extrem Angst, dass sich das durch das ganze Spiel zieht. Aber nein, die letzten zwei Drittel waren wirklich ein Fest. Die Dynamik war viel besser, dieses ganze Pacing war extrem gut. Die Gegner haben sich plötzlich sehr schnell, sehr schön abgewechselt. Die Welt wurde noch bunter, als sie vorher war. Keine Sorge, ihr werdet also nicht 100 Stunden in einer leeren Wüste verbringen. Im Gegenteil. Aber gerade auf dieser mysteriösen Insel Warfold, es hat auch, glaube ich, einen bestimmten Grund, warum das so ist. Aber man muss schon recht viel hin und her laufen, ohne die Schnellreisemöglichkeiten, die ja eigentlich da wären, nutzen zu dürfen. Das hat mich sehr oft genervt. Nicht nur, weil ich natürlich als Testerin unter Zeitdruck stehe, sondern auch, weil ich es an einigen Stellen tatsächlich sehr, sehr unnötig fand. Gameplay. Zoomen wir mal von der offenen großen Welt ein bisschen weiter rein in die Kämpfe. Wie sind die denn so aufgebaut? Na, wie in einem klassischen JRPG natürlich. Ich möchte hier nicht auf jedes Detail einzeln eingehen. Das habe ich in der Vorschau bereits gemacht. Ziemlich süß fand ich die Partys am Lager. Da kann man sich nicht nur gut ausruhen, sondern man kommt ins Gespräch mit jedem einzelnen Charaktermitglied und mit jeder Figur, die für die Hauptgeschichte relevant ist. Manchmal kommen auch mehr Leute dazu als nur die Piratenbande. Und das Schöne daran ist, dass sich die Stimmung auch ändert, je nachdem, wie die Emotionen gerade in der Hauptgeschichte sind. Manchmal feiern die Strohhut-Piraten so richtig und sind total glücklich, aber manchmal ist die Stimmung eben auch ziemlich bedrückt und dementsprechend läuft auch eine nicht ganz so glückliche Musik und sie sehen auch eher bedrückt aus. Das sind so Kleinigkeiten im Spiel, die mir sehr oft aufgefallen sind, die so eine richtig schöne Tonalität mit reingebracht haben. Ein weiteres Element, was mich total gefreut hat, dass ich nicht mehr missen möchte eigentlich ab jetzt, sind Grundattacken oder normale Kampfangriffe, die SP wiederherstellen. Also die Strohhut-Piraten haben in ihren Rundenkämpfen ganz normale Magiepunkte und Trefferpunkte. Wenn sie normale Attacken ausführen, kostet sie das nichts. Im Gegenteil, sie stellen sogar ihre Magiepunkte wieder her und können dann ihre Attacken wieder benutzen. Das war so eine coole Mechanik. Ich möchte das ab jetzt in jedem JRPG haben. Letztes Mal habe ich ja auch schon erwähnt, dass es Gebiete gibt, verschiedene Gebiete, in denen verschiedene Gegner stehen. Das war auch eine sehr, sehr coole Mechanik, die den Rundenkampf sehr aufgewertet hat. Und dass man so zwei Arten von Schere-Stein-Papier-System etabliert hat, dass man nicht nur auf Nah- und Fernkampf achten musste und auf die Gebiete und ob Tempo jetzt stärker ist als Kampf oder Physik, sondern auch auf Elemente wie Blitz, Wasser, Eis.
Eis, Feuer und was es da nicht noch alles gab. Das war irgendwie eine sehr dynamische Abwechslung und das hat genau das mit reingebracht, was Odyssey sonst, finde ich, in den Kämpfen und in der Bewegung in der Welt eher gefehlt hat, und zwar die Action. Ihr habt bei der Preview sehr viel kommentiert, dass ihr euch ein Actionspiel gewünscht hättet und vielleicht ist die Zielgruppe auch hierzulande keine JRPG-Zielgruppe. Ich weiß es nicht. Mich persönlich hat es jetzt gar nicht gestört und ich finde, die Genrewahl war schon richtig. Aber dieser Action-Aspekt hat an vielen Stellen gefehlt. Allerdings durch die vielen dynamischen Neuheiten im Kampfsystem selbst, in diesem Rundenkampf selbst, hat sich das wieder recht gut ausgeglichen. Ich hatte sehr viel Spaß in den Kämpfen. Wie gesagt, auch das Gegnerdesign hat seinen Teil dazu beigetragen. Oder dass man Freundespunkte hat und dann Special-Attacken machen konnte. Und es gab ja auch noch diese Überraschungsevents. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die Story so ein bisschen mit in diese Special Events reinfließt. Aber es sind tatsächlich nur kleinere Optionen, die eine neue Dynamik in den Kampffluss reinbringen wollen. Zum Beispiel bei Zwischenbossen werdet ihr dazu aufgefordert, bestimmte Bosse mit einem bestimmten Hauptcharakter zu erledigen und bekommt dann sehr, sehr, sehr viele Erfahrungspunkte, wenn ihr das tatsächlich schafft. Versucht also wirklich, gerade bei Zwischenbossen, diese Special Events zu erfüllen, denn da könnt ihr richtig viele Erfahrungspunkte mit absahnen. Aber auch so bei kleinen Ausflügen, wenn ihr Bock habt zu farmen oder so, dann bringt das auch nochmal eine coole Dynamik mit rein. Und wenn ihr overpowered seid und gerade beim Farmen seid, gibt es auch eine Auto-Battle-Funktion, wo die KI sehr gut funktioniert. Ich fand die Auto-Battles manchmal richtig spannend. Als Zuschauerin, ich habe mich total gerne einfach daneben gesetzt und zugeschaut und von der KI gelernt. Und das passiert in JRPGs wirklich sehr, sehr selten. Extras. Ja, bevor ich zum Fazit komme, sind mir ziemlich viele Sachen eingefallen, die ich jetzt nicht so klassisch in Rubriken einordnen konnte. Zum Beispiel die Musik, die ist anders als die Original-Synchro nicht aus dem Anime übernommen. Der Soundtrack macht aber echt Spaß. Man bemerkt die Hintergrundmusik nicht immer, sie ist also nicht penetrant oder so. Aber wenn sie mir dann aufgefallen ist, dann immer positiv. Ich hatte echt das Gefühl, dass es die Stimmung deutlich hebt und oft hat sie auch zu der Hauptgeschichte gepasst oder zu den Gebieten, wo ich mich befunden habe, aber manchmal auch nicht. Es gab so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, huch, was ist das denn jetzt für ein Song? Warum haben sie dieses Genre in diesem Gebiet gewählt? Aber das war irgendwie auch cool, weil das ja auch diesen Witz von One Piece manchmal aufgreift. Gomu Gomu no! Apropos Witz, was ich auch richtig, richtig toll fand, ist die Charakterisierung der Hauptfiguren, die ja wirklich aus der Vorlage 1:1 übernommen wurde. Nami ist zum Beispiel total geldversessen und Zoro und Sanji streiten sich konstant über alles. Ich bin zum Beispiel wie Zoro, ich verlaufe mich überall und immer und das sind so kleine Perks, die mir diese Charaktere immer sehr sympathisch gemacht haben und die wurden im Spiel auch immer sehr in den Vordergrund gestellt. Das fand ich irgendwie richtig, richtig erfrischend und schön. Ich glaube außerdem auch, dass JRPGs sehr stark von den Figuren leben und hier wurde die IP, wie gesagt, nicht einfach nur drüber gestülpt, sondern man hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Das sieht man zum Beispiel an Lim und Adio. Anfangs dachte ich noch, Lim und Adio könnten ziemlich langweilige Charaktere werden. Das waren sie auch ziemlich lange Zeit zugegeben, aber gerade Lim ist mir am Ende doch sehr ans Herz gewachsen. Ich fand, sie hatte eine sehr, sehr schöne und ungewöhnliche Persönlichkeit und es hat mich immer so ein bisschen an die One Piece Filme erinnert. Vielleicht ist One Piece Red da nicht das beste Beispiel für, aber falls euch das zu viel Musik war, dann könnt ihr mit Odyssey euch auf jeden Fall auf so ein Spiel einstellen, das eine sehr klassische One Piece Filmgeschichte hat. Auch da habe ich nämlich immer das Gefühl, dass diese neuen Charaktere nicht so eine krasse Tiefe haben, aber doch etwas sehr, sehr Sympathisches. Und das haben sie hier natürlich auch, weil Eiichiro Oda die auch mitentworfen hat. Das haben sie hier sehr, sehr gut umgesetzt, fand ich. Ich möchte hier vor allen Dingen auch nochmal die Grafik hervorheben. Bei mir lief das Spiel extrem gut und ich finde, Odyssey sieht auch
sehr, sehr schön aus. Also, es ist ein sehr buntes Spiel. Das ist vielleicht für westliche Spiele auch nicht immer so typisch. Ich mag, dass es so bunt ist. Und vor allen Dingen habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es zu sehr nach Stilbruch aussah oder so. Also, es war eine sehr, sehr stilsichere Umsetzung, fand ich. Ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass das Spiel hässlich oder undynamisch aussieht. Ich fand, es war technisch und grafisch für die PlayStation 5 definitiv zeitgemäß und so, wie ich mir Current Gen oder Next Gen, wie auch immer ihr das nennen wollt, entscheidet euch mal. Für die Current Gen fand ich es wirklich, wirklich sehr, sehr hübsch und sehr zeitgemäß. Nebenquests gab es natürlich auch. Die waren in den meisten Fällen sehr gut gelungen und nicht nur langweilige Sammelaufgaben, die man abarbeiten muss. Diese Sammelaufgaben gibt es aber auch. Es gibt auch Piraten, die ihr jagen könnt, auf die Kopfgeld ausgesetzt ist. Das sind auf jeden Fall Dinge, in denen man sehr, sehr viel Zeit versenken kann. Und das meine ich sehr positiv, denn viele von diesen Nebenquests machen echt viel Spaß und werden in weiteren Nebenquests dann immer wieder referenziert. Und die Kopfgeldjagden bringen obendrein ziemlich viele Berries, die ihr dann wieder für richtig gutes Equipment ausgeben könnt. Fazit. Sind wir mal ehrlich, bei One Piece Odyssey stellt sich vor allem die Frage, ist es nur ein mittelmäßiges oder unterdurchschnittliches JRPG, wo die IP One Piece das Ganze trägt? Oder handelt es sich hier um ein sehr, sehr gutes JRPG, das man auch spielen kann, wenn man One Piece nicht kennt? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die sich viele Leute stellen und ich kann sie nur mit weder noch beantworten, natürlich. Denn ich würde sagen, One Piece Odyssey ist ein überdurchschnittlich gutes JRPG, mit dem man aber nichts anfangen kann, wenn man One Piece überhaupt nicht kennt. Dafür wäre der Humor und die Prämisse einfach zu überfordernd und die Hauptgeschichte bezieht sich zu sehr auf die Ereignisse in der Vorlage. Viel eher ist es ein Rollenspiel, das eine riesige Party für 25 Jahre One Piece schmeißt. Mit viel Liebe für die Vorlage und hohen Ambitionen. Diese Ambition erreicht ILCA zugegebenermaßen in den wenigsten Fällen. Die Überraschungsaktionen im Kampf werden schnell zur Gewohnheit, die verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere führen selten zu einem Wow-Moment. Die Geschwindigkeit des Spiels wirkt durch lange Laufpassagen und die Laufgeschwindigkeit selbst zu gemütlich für One Piece und auch die Hauptgeschichte hat man schnell durchschaut. Aber trotzdem hatte ich eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Spiel. Und das lag nicht nur an der hübschen Grafik, dem stimmungsverstärkenden Soundtrack oder den Originalstimmen des Casts. Nein, die gesamte Stimmung ist sehr gut getroffen, sodass die Liebe zur Vorlage in jedem Kapitel durchscheint. Jeder Spielabschnitt lässt außerdem genügend Raum, um selbst zu erkunden und die Charaktere besser kennenzulernen. Egal, ob es sich dabei um die Nebenfiguren, die Orte oder die Haupttruppe selbst handelt. Das JRPG ist also vielleicht kein Überflieger und wie letztes Mal schon angedeutet, kein Spiel, das das Rollenspielgenre von Grund auf neu definieren würde. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es ein unterdurchschnittliches oder mittelmäßiges Rollenspiel ist. Ich würde sagen, es ist ein Rollenspiel, das ziemlich viel Spaß macht. Und ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit. Wenn man sich alle One Piece Spiele außerdem nebeneinander aufreihen würde, dann würde One Piece Odyssey auf jeden Fall unter den besten landen. Für mich war One Piece Odyssey also ein sehr schöner Start ins Gaming-Jahr 2023. Aber jetzt seid ihr dran. Wie fandet ihr One Piece Odyssey? Oder habt ihr ein anderes Lieblingsspiel? Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, der Test konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!